Erfurt vor einer Spielothek. Armenische Clans gehen aufeinander los. Gefechte der Mafia auf offener Straße. Die Armenier hier in Deutschland sind überall vernetzt. Schlägt man einen Kopf ab, wachsen zwei neue. So ist das. Da geht es um Wettbetrug, ja. Armenische Tätergruppierungen finanzieren sich hier in Deutschland. Ich wollte aussteigen. Ich habe in zwei Welten gelebt, habe ein gutes Bild nach außen gemacht, aber in Wahrheit war ich ein Verbrecher. Es ist doch genauso einfach wie früher. Fußballspieler gibt es doch wie Sand am Meer. Irgendwo beißt schon einer an. Wir sind mit einem Polizisten unterwegs, der sich in der organisierten Fußballkriminalität bestens auskennt. Michael Baas war Gründungsmitglied der Bochumer Sonderkommission Flankengott. Die Sonderkommission hat Ende 2008 den bislang größten Wettbetrug im deutschen Fußball aufgedeckt. Heute, 10 Jahre später, macht sich der Ermittler Baas große Sorgen. Die Sonderkommission ist längst aufgelöst. Er ist der letzte Bochumer Ermittler, der die Spuren weiter verfolgt. In Deutschland wird nach wie vor manipuliert, die Hinweise kommen, europaweit sowieso. Wenn wir uns komplett anders aufstellen würden, dann hätten wir schon einen Fall Flankengott 3.0. Da bin ich mir ziemlich sicher. Innerhalb dieser 10 Jahre hat sich eigentlich nicht wirklich viel Gutes getan. Er weiß, die Gefahr von manipulierten Fußballspielen ist in Deutschland akut. Das sagen auch die, die der Polizist Baas damals überführt hat. In der Justizvollzugsanstalt Bayreuth hat einer der berüchtigsten Wettbetrüger Deutschlands seine Haftstrafe abgesessen. Mario Zwirtak. Wir treffen ihn kurz nach seiner Entlassung im vergangenen Jahr. Wir haben unsere Strafen abgehockt. Also ich zumindest habe meine Strafe abgehockt. Und wenn ich das machen möchte, dann wäre es heutzutage genauso einfach wie früher. Ich selber habe vom Bochumer Landgericht 60 Spiele zugegeben, die ich manipuliert habe. Darunter waren auch Fußballspiele der zweiten deutschen Bundesliga. Es hat sich doch nichts geändert. Absichtlich verlorene Fußballspiele. Ein Millionengeschäft. Wettbetrug im Sport ist längst florierender Geschäftszweig der organisierten Kriminalität. Wie die letzten Monate zeigen. Spanien. Die Operation Cortés. Über 50 Personen werden Anfang und Mitte diesen Jahres in ganz Spanien festgenommen. Sie sollen Spiele der zweiten und dritten spanischen Liga manipuliert haben. Kommuniziert haben sie unter anderem über den Nachrichtendienst WhatsApp. Belgien diesen Oktober. Hausdurchsuchungen bei den Topclubs. 29 Festnahmen, darunter 2 Schiedsrichter. Verdacht auf verschobene Spiele im Abstiegskampf der ersten Liga. Malta. Die UEFA sperrt Anfang Januar gleich 6 Nachwuchsspieler der U21-Nationalmannschaft. 2 von ihnen sogar lebenslang. Sie sollen mit Wettbetrügern zusammengearbeitet haben. Und unsere Recherchen zeigen, auch Deutschland spielt für die internationale Wettmafia weiter eine zentrale Rolle. Uns gelingt es, Kontakt zu einem Insider der kriminellen Wettszene zu bekommen. Wir müssen ihn schützen, denn wer offen redet, geht ein sehr hohes Risiko ein. Der Informant kennt die illegalen Geschäfte der armenischen Mafia. Eine gefährliche Gruppierung, die in Deutschland aktiv ist. In Deutschland gibt's organisierte Gruppen, die auf manipulierte Fußballspiele wetten. Die Armenier wetten auf ganz viele Sportarten. Sie haben Kontakte zu Fußballprofis, Basketballprofis, Handball, Tennisspieler, Männer und Frauen, Volleyball. Das ist unfassbar. Und häufig sind es Sportler aus dem Ostblock. Um seine Worte zu belegen, zeigt uns der Insider eine brisante Liste.
28 Wetten, gesetzt an 3 Tagen durch Mitglieder der armenischen Mafia in Deutschland. Jede einzelne Wette hat gewonnen. Die Liste zeigt detailliert, wie die Wettmafia vorgeht, die gesetzten Beträge und die jeweiligen Wettgewinne. Die genaue Uhrzeit, also wann die Wetten platziert wurden, und auch welche Partien und Sportarten manipuliert wurden. Damit unser Informant nicht enttarnt werden kann, dürfen wir die genauen Details nicht nennen. Nur so viel. Die Liste ist nachweislich authentisch. Manipuliert wurden Fußballspiele in Armenien und in Asien, Handball- und Basketballspiele in Russland und Tennisspiele der Profitour der Damen und Herren. Im Juni gelang den belgischen Behörden ein Schlag gegen eben diese armenische Wettmafia. Rund um Brüssel wurden 21 Wohnungen durchsucht, 250.000 Euro in bar beschlagnahmt. 6 Armenier wurden angeklagt, weil sie Tennisspiele manipuliert hätten. Die Organisation suchte zunächst hauptsächlich nach belgischen Tennisspielern, die gefragt wurden, gegen Bezahlung ein Spiel zu verlieren. So wurde natürlich viel Geld generiert. Heute Morgen wurden 13 Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um Tennisspieler, aber auch um Personen, die Wetten abgeschlossen haben und eine Reihe von Personen, von denen wir glauben, dass sie in dieser Organisation eine wesentliche Rolle gespielt haben. Nur ein Etappensieg. Denn wenige Wochen später lief das Geschäft der armenischen Mafia wie gehabt, sagt unser Informant. Die Armenier hier in Deutschland haben Kontakt zu Armeniern in Belgien. Sie haben Informationen über Manipulationen ausgetauscht. Nach den Razzien im Sommer hatten sie für ein paar Wochen keinen Kontakt. Jetzt habe ich mitbekommen, dass alles so wie vorher läuft. Nach 2-3 Monaten haben die sich komplett neu aufbauen können. Schlägt man einen Kopf ab, wachsen 2 neue. So ist das. Operiert die armenische Wettmafia tatsächlich im großen Stil von Deutschland aus? Was wissen die Ermittler davon? Es ist richtig, dass armenische Tätergruppierungen hier am Werk sind. Zu Einzelheiten oder zu näheren Angaben dazu kann ich aus verständlichen Gründen natürlich nichts sagen. Aber wenn Sie das so recherchiert haben, sind Sie da schon auf der richtigen Spur. Das bedeutet, Sie können das bestätigen, dass auch nach Ihrem Kenntnisstand die armenische Mafia hier in Deutschland sich mit Wettbetrug finanziert? Also armenische Tätergruppierungen finanzieren sich hier in Deutschland, das kann ich so sagen, ja. Mit Wettbetrug? Da geht es um Wettbetrug, ja. Der anonyme Informant erklärt uns, wie das Netzwerk der armenischen Mafia aufgebaut ist. Sie bekommen die manipulierten Spiele über verschlüsselte Nachrichten-Apps aufs Handy. Manchmal sitzen sie stundenlang in Wettbüros rum. Aber wenn die Spiele kommen, dann schwärmen sie aus wie Bienen. Und wetten auf diese Spiele in verschiedenen Wettbüros. Anonym. So läuft es dann in vielen Städten in ganz Deutschland ab. Die wetten auf ganz viele Sportarten. Fußball, Handball, Volleyball. Laut Informant sind die Wettsyndikate in mehrere Ebenen unterteilt. Im Mittelpunkt die Paten. Sie geben den Auftrag zur Manipulation dann an sogenannte Fixer weiter. Diese kontaktieren und bestechen Sportler, Funktionäre und Schiedsrichter. Die sogenannten Runner platzieren dann Wetten in Wettbüros. Der große Vorteil, sie können anonym agieren, denn die Wettbüros verlangen keine Kontaktdaten. Je größer das Netzwerk der Runner, desto mehr Wetten können gesetzt werden. Desto größer die illegalen Gewinne der Syndikate. Vor allem Fußballspiele in Südosteuropa sollen betroffen sein. Und es soll sich um sogenannte Live-Wetten, also Wetten während des Spiels, handeln. Diese Wetten sind besonders schwer zu kontrollieren. Bei diesen Spielen müssen die Wetten schnell gesetzt werden. Deshalb brauchen sie viele Soldaten. So können sie pro Anbieter zwar nur zwischen 300 und 500 Euro pro Spiel unterkriegen, aber die Masse macht es. Ein aufmerksamer Wettanbieter reagiert dann und senkt die Wettquoten oder nimmt die Spiele gleich aus dem Angebot. Wenn das passiert, ziehen sie weiter zum nächsten Anbieter. Das ist wirklich gut organisiert.
Einfallstor für diesen Betrug ist der Sportwettenmarkt. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Im Wettbüro oder im Internet. In deutschen Innenstädten sind Wettbüros unübersehbar. Geschätzte 40 Milliarden Euro wurden im Jahr 2017 weltweit allein auf den deutschen Fußball gewettet. Laut deutscher Fußballliga DFL angeblich ohne jede Auffälligkeit. Und die Wettanbieter wie bwin und Tipico sind wichtige Sponsoren im deutschen Fußball. Spieler und Helden. Du kannst Zuschauer sein oder Zeuge. Nee, ne? Sag mal, was tippst du da für ein Quatsch? Also da ist es ja wahrscheinlicher, dass Lukas Podolski hier auf einem Elefanten ankommt und rückwärts einpackt, Alter. Look on me ride. You know see me coming, cause faster than light. Braucht man da eigentlich ein Parkticket? Rückblick. Vor 10 Jahren erhalten Michael Baas und seine Kollegen erstmals Einblick in die Welt des Wettbetrugs. Die Pressekonferenz der Bochumer Ermittlungsbehörden bedeutet das abrupte Ende einer sportlichen Illusion. Die Illusion, dass in Deutschland immer sauber gespielt wird. Verkündet wird Europas größter Fußballwettskandal. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen wurden ca. 200 Fußballspiele im In- und Ausland festgestellt, bei denen konkret der Verdacht besteht, dass es zu versuchten oder vollendeten Manipulations- bzw. Betrugshandlungen gekommen ist. 9 europäische Länder waren betroffen. Über 700 Fußballspiele unter Verdacht. Die illegalen Wettgewinne beliefen sich auf fast 10 Millionen Euro. Für die Ermittler war Wettbetrug ein völlig neues Kriminalitätsfeld. Wir haben keine Ahnung. Wir sind auch bei Null angefangen. Diesen Betrug an diesem Sport, der war auch natürlich für uns absolut neu. Und natürlich mussten wir uns da auch peu à peu nach vorne arbeiten. Und es geht auch gar nicht um Fußball. Fußball ist das Mittel zum Zweck. Es geht um organisierte Tätergruppierungen, die dahinter stecken. 2 Jahre nach Beginn der Ermittlungen werden die beiden Haupttäter verurteilt. Ante Schapina und Mario Zwirtak. Der Staatsanwalt nennt sie die Champions League der Wettbetrüger. Beide werden zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. In Deutschland sind 32 Spiele vom Jugendfußball bis zur zweiten Bundesliga betroffen. Darunter laut Ermittlungsunterlagen diese Niederlage von Osnabrück gegen Augsburg. Der ehemalige Osnabrücker Abwehrspieler Thomas Zichon war der prominenteste Spieler unter den Angeklagten. Er kommt mit einer 9-monatigen Bewährungsstrafe davon. Er hatte selber über einen Wettpaten auf Fußballspiele gewettet, verschuldete sich bei ihm. Damit war er reif für die Mafia und ein Spielball im kriminellen Geschäft. Der verurteilte Wettbetrüger Mario Zwirtak kennt die Schwachstellen der Fußballprofis und erzählt uns, wie er vorgegangen ist. Ich habe auch in Wettbüros gearbeitet. Es waren über mich tatsächlich, wo mit mir Kontakt hatten, vielleicht 3, 4, 5 Profis. Es waren die, wo regelmäßig auch gewettet haben. Und dann ist er praktisch ein potenzielles Opfer. Wenn jemand schon zockt, wenn jemand schon verzockt ist, dann ist es ja eigentlich nur eine Frage des Geldes, wann er sagt ja. Es ist so, das sind halt einfach Fakten. Wenn er jetzt bei 10.000 nicht schwach wird, dann wird er bei 20, bei 50, bei 100.000. Irgendwann mal, jeder hat seinen Preis. Die haben es gemacht, damit sie Geld verdienen. Wir haben es gemacht, dass wir Geld verdienen. Es ging nur ums Geld. Fußballspieler gibt es doch wie Sand am Meer. Irgendwo beißt schon einer an. Michael Baas weiß, wie gefährdet gerade junge Fußballer sind. Er will nicht nur verfolgen, sondern auch vorbeugen. Und deshalb ist er heute zu Gast beim Nachwuchs des MSV Duisburg. Hauptsponsor der Profimannschaft, ein Wettanbieter. Ich halte das natürlich für wichtig, weil ich eben selber aus den Ermittlungen bei Familien im Wohnzimmer gesessen habe, wo die ganze Idylle auf einmal zerstört war, weil der Junge da für 50 Euro manipuliert hat oder sich auf diese Netzwerke eingelassen hat. Ich hoffe, dass er alle eure Fragen beantworten kann, weil der eine oder andere wird doch schnell mal verleitet, am Handy da irgendwo zu gucken, wie gerade irgendwelche Wettquoten stehen. Ihr wisst, dass ihr es nicht dürft, aber
Alles Weitere wird der Herr Baas euch hier heute mitteilen. In den Nachwuchsleistungszentren ist eine jährliche Schulung über das Vorgehen der Wettbetrüger Pflicht. Auch Jugendspiele werden auf dem Wettmarkt angeboten. Den Spielern sind alle Wetten auf Partien in allen Wettbewerben untersagt, an denen Mannschaften ihres Vereins teilnehmen. Doch die Verlockung ist groß und mit dem Smartphone kinderleicht. Das ist auch unsere Aufgabe, das den Spielern nochmal mit auf den Weg zu geben, dass sie nicht dürfen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein schmaler Grat, weil eben immer wieder auch Fälle bekannt geworden sind, wo junge Spieler gewettet haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Maßnahme niemals alles zu 100% ausschließen können. Ich habe aber auch ganz klar gesagt, dass wir keinen Sponsoring-Vertrag im Nachwuchsbereich mit dem Wettanbieter haben. Auch draußen sind ja zwei große Trikots. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Spieler mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Also sie müssen sich damit auseinandersetzen. Ja, ich denke ja nicht, dass gleich ein Wettanbieter auf der Brust Spieler dazu animiert, zu wetten. Ja, und wenn man heute den Marketingmarkt sieht, wie schwierig es ist, gerade auch für Dritt- und Zweitligisten einen Sponsor zu bekommen, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass dann gleich Spieler dazu verleitet werden, dann auch zu wetten. Dominik Tabuga ist einer, der trotz Wettverbot als Spieler gezockt hat. Immer dem schnellen Geld hinterher. Auch sein Name steht in den Bochumer Ermittlungsakten. Er hat zugegeben, 14 Spiele in der ersten und zweiten Liga in Österreich manipuliert zu haben. Ich habe immer ein anderes Bild gehabt eines Fußballprofis mit mehr Geld. Und dann kommt einer meiner besten Freunde zu mir her und sagt, wenn wir verlieren, bekommst du für 90 Minuten 7.000 Euro. Und ja, Geld war die Antriebsfeder. Und so bin ich dann eigentlich zu dem schnellen Jahr gekommen. Tabuga sieht nur das Geld. Ihn treibt eine Mischung aus Naivität, Dummheit und dem Glauben der Unbesiegbarkeit an. Er lässt sich von einem Mitspieler überzeugen, dessen Hintermänner albanische Kriminelle. Als die verabredeten Ergebnisse nicht zustande kommen, beginnen die Spielregeln der Mafia. Ich habe da SMS bekommen, entweder zahlst du heute, egal jetzt 3.000 Euro, oder eben du weißt nicht, ob deine Familie noch zu Hause ist, dann wenn du zurückkommst. Und ja, es hat dann immer geheißen, pro manipuliertes, also nicht aufgegangene Manipulation, so 20.000, 30.000 Euro. Und dann hat es immer geheißen, okay, 3.000 Euro monatlich, dass ich das so eine Art in Raten abbezahlen kann. Aber dann hatte ich die 3.000 Euro bezahlt, ist am nächsten Tag wieder eine Forderung gekommen. Also das hat sich dann wirklich sehr, sehr summiert und mein Schuldenberg war dann um die 120.000 Euro. Die Lage für den jungen Spieler wird so ausweglos, dass er sogar an Selbstmord denkt. Ich wollte aussteigen und es ist einfach nicht gegangen. Und im Nachhinein war ich mit dem ersten Jahr war ich gefangen, war ihm angreifbar, war ihm sie haben mich unter Druck setzen können, war erpressbar. Selbstmordversuch oder der Gedanke an den Selbstmord, habe ich einen Abschiedsbrief hinterlassen und bin schon auf dem Parkplatz vom Bahnhof gestanden. Ich habe in zwei Welten gelebt, habe ein gutes Bild nach außen gemacht, aber in Wahrheit war ich ein Verbrecher. Als Tabuga sogar Geld aus der Mannschaftskasse nimmt, fliegt der Betrug auf. Vor Gericht wird klar, dass seine Erpresser zu einem kriminellen Syndikat gehören. Die wirklichen Auftraggeber bleiben unbekannt im Hintergrund. Tabuga wird zu einem Jahr Haft und 2 Jahre auf Bewährung verurteilt. Seine Karriere ist vorbei. Spieler wie Tabuga haben erwiesenermaßen so Fußball gespielt, dass ein erwünschtes Ergebnis zustande kam. Diesen Verdacht gibt es nun ganz aktuell auch im bekanntesten Wettbewerb des europäischen Vereinsfußballs. Der Königsklasse, Champions League.
Die renommierte französische Sportzeitung L'Équipe titelt im Oktober Verdacht und berichtet über Ermittlungen rund um das Spiel Paris Saint-Germain gegen Roter Stern Belgrad. Der Vorwurf: Ein Funktionär der Serben soll 5 Millionen Euro auf eine hohe Niederlage der eigenen Mannschaft gewettet haben. Bewiesen ist bislang nichts. Aber es gibt ernstzunehmende Indizien. Indiz Nummer 1. Kurz vor dem Spiel meldet sich ein Informant bei der UEFA und berichtet von der geplanten Manipulation. Nach ARD-Informationen hält die UEFA Hinweise und Quelle für glaubwürdig. Während die Fans zum Stadion pilgern, schaltet der Verband die französische Staatsanwaltschaft ein. Die beginnt mit Ermittlungen. Indiz Nummer 2. Ein brisantes Dokument, das uns zugespielt wird. Es zeigt den Wettquotenverlauf einer ganz speziellen Wette auf das Spiel, dass 5 oder mehr Tore fallen. Man sieht eine Kurve, die 14 Tage relativ konstant bleibt. Das heißt, das Wettverhalten ist unauffällig. Aber dann, am Spieltag, exakt 2 Stunden vor Spielbeginn, fällt die Kurve steil ab. Das bedeutet ein hohes Wettaufkommen, also viel Geld darauf, dass 5 oder mehr Tore fallen. Alleine ist das aber kein Beweis für eine Manipulation. Indiz Nummer 3. Das vom Tippgeber der UEFA vorausgesagte Ergebnis tritt tatsächlich ein. Belgrad verliert 1:6. Das Abwehrverhalten ist bei mindestens 2 Toren fragwürdig. Der Verein Roter Stern Belgrad und die Spieler weisen die Vorwürfe zurück. Die UEFA schweigt öffentlich eisern und die Pariser Staatsanwaltschaft gibt nur so viel preis. Die Untersuchung unterliege der Geheimhaltung, um sie zum Erfolg zu führen. Die Untersuchung läuft. Aufgrund von Vorschriften können wir zum Fall keine weiteren Angaben machen. Wie sind die deutschen Behörden bei einem Betrugsverdacht aufgestellt? Es gibt weder einen Sonderermittler noch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Hinweise, die etwa in Bochum bei Michael Baas durch sein Netzwerk anfallen, werden an das BKA weitergeleitet. Doch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ermittlungsbehörden scheint im Kampf gegen Wettbetrug nicht zu funktionieren. Ja, die Frage ist, ist das eine Zusammenarbeit? Also letztendlich, aus meiner Sicht, wäre auch das viel, viel effektiver, wenn man tatsächlich auch zusammenarbeiten würde. Ich glaube, es ist eher ein wenig einseitig, nämlich dass die Informationen zum BKA gelangen und dann höre ich eher nichts mehr davon. Also ich weiß nicht, was dann am Ende mit diesen Fällen passiert. Ist das zielführend aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht ist das auf keinen Fall zielführend. Das BKA hat die Brisanz des Themas Wettbetrug zwar realisiert, eigene Ermittlungen führt die Behörde auf diesem Gebiet jedoch nicht durch, leitet Hinweise lediglich weiter. Das heißt, wir müssen gucken, gibt es entsprechende Bezüge schon zu den Informationen, die wir erhalten bei einer deutschen Ermittlungsbehörde, bei einer deutschen Polizeidienststelle. Dann können wir das dorthin leiten. Oder ist der Sachverhalt noch gar nicht bekannt, dann leiten wir es an die örtlich dafür zuständige Dienststelle. Auf die Nachfrage zur Kritik aus Bochum weicht der Referatsleiter aus. Aus unserer Sicht gibt es keine Probleme. Ja, und von daher möchte ich mich da jetzt auch, oder fällt es mir schwer, mich da entsprechend jetzt zu äußern. Nicht zielführend, sagt der Polizist Baas in Bochum. Keinerlei Probleme, sagt die vorgesetzte Polizeibehörde. Und was machen die deutschen Verbände? Seit dieser Saison hat die DFL verpflichtende Schulungen für die Teams der Bundesliga und der zweiten Liga eingeführt. Zusammen mit dem DFB unter anderem Prävention und Aufklärungsprogramme eingeführt. Ein Warnsystem überwacht den deutschen Fußball. Auf der verbandseigenen Internetseite heißt es beim DFB, man setze mit der eigenen Aufklärungsarbeit Maßstäbe. Klingt gut. Nur leider wechsle beim DFB ständig der zuständige Verantwortliche, beklagt der Polizist Michael Baas.
Da ist aufgrund von Strukturänderungen innerhalb des DFB ständig eben ein neuer Ansprechpartner gewesen. Also für mich gab es also immer wieder neue Leute, die ich kennenlernen musste. Problematisch ist aber, dass die Leute sich natürlich auch erstmal mit dieser Materie wieder auseinandersetzen müssen. Das heißt, wenn es da fähige Sachbearbeiter gab, die eben schon im Stoff standen und die dann komplett wegbrechen und alles immer wieder bei Null beginnt, dann ist die Erfolgsaussicht natürlich auch nicht so groß, da irgendwas zu bewirken. Zu diesen Vorwürfen will sich der Verband nicht äußern. Nach ARD-Informationen arbeitet sich gerade wieder ein neuer Mitarbeiter in das Thema Spielmanipulation ein. Informationen aus erster Hand hätte sich der DFB auch beim verurteilten Wettbetrüger Mario Zwirtak holen können. Aber keiner hat danach gehakt. Zum Beispiel die UEFA hat mich in der JVA Bayreuth besucht. Die haben nachgehakt, der DFB nicht. Ich glaube, den DFB ist bewusst, wir sind eigentlich machtlos dagegen. Aber wie glaubwürdig ist der deutsche Fußball, der im Kampf gegen die Mafia Wettverbote ausspricht und gleichzeitig viel Geld von den Wettanbietern annimmt? Zwei Drittel der Bundesliga- und Zweitliga-Clubs haben Sponsoring-Verträge mit Wettanbietern. Teilweise als Trikotsponsor oder Bandenwerbung. Dazu ist Tipico offizieller Partner der DFL und der Bundesliga. Der DFB arbeitet mit dem staatlichen Anbieter OTZ zusammen. Weder der DFB noch die DFL legen auf Anfrage die Einnahmen aus den Sponsoring-Verträgen offen. Die Bundesliga ist zurück. Und meine Wette platziere ich beim offiziellen Partner der Bundesliga. Darum wette ich bei der Nummer 1. Die Spielergewerkschaft VDV sieht diese Werbung kritisch und fordert ein Ende der Zweideutigkeiten. Wie will ich einem Spieler glaubhaft vermitteln, dass er selber nicht wetten darf, nicht wetten soll, wenn er das Logo des Wettanbieters bei sich auf der Brust trägt? Das ist schon sehr problematisch. Und unsere Gespräche, unsere Schulungen zeigen auch, dass vielen Spielern, Managern, Trainern die Regeln, die wir in Deutschland haben, die verbandsrechtlichen Regelungen, so überhaupt nicht bekannt sind. Die DFL teilt uns schriftlich mit. Über das Wettverbot wird in Schulungen ausführlich aufgeklärt. Die Werbung der Wettanbieter richtet sich nicht an die Spieler, sondern in erster Linie an die Zuschauer und Fans. Und weiter? Tipico ist sich nach eigener Angabe der Verantwortung als Marktführer in Deutschland bewusst. Wenn man es ganz konsequent sieht, darf man solches Geld nicht annehmen, um die Glaubwürdigkeit hochzuhalten. Die Problematik, die wir hier haben, ist, dass versucht wird, abzuwägen. Wie weit können wir gehen? Wie viel Geld können wir annehmen? Und was verlangen wir auf der anderen Seite dann von den Spielern? Der englische Fußballverband FA ist konsequent. Er verzichtet auf das Geld der Wettanbieter. Im vergangenen Jahr wurde der Millionenvertrag vorzeitig gekündigt. Zu so viel Konsequenz konnten sich die deutschen Verbände bisher nicht aufraffen. Der Bochumer Ermittlungserfolg von Michael Baas und seinen Kollegen gegen die Wettmafia verpufft. Das liegt ganz einfach daran, wie wir uns grundsätzlich aufstellen in diesem Thema. Das heißt, sowohl die Ermittlungsbehörden, sowohl die Fußballverbände, die Nachwuchsarbeit im Fußball, das alles läuft schief und beziehungsweise da wird so gut wie gar nichts gemacht und dieser Umstand hat sich bis heute nicht geändert. 10 verlorene Jahre auf allen Ebenen. Ermittlungsdruck auf die organisierte Fußballkriminalität sieht anders aus.